Heute wurde der Grundtext zur Sexualität abgelehnt. Und zwar fehlte die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Ansonsten war ja die Zustimmung zu 80% gegeben. Aber diese Zustimmung der Bischöfe ist eben erforderlich, damit dieser Text überhaupt in Kraft treten kann. Und diese Ablehnung, die hat mich maßlos enttäuscht und macht mich ratlos. Zu Beginn unserer heutigen Versammlung haben mehrere Redner betont, wir haben jetzt Texte und jetzt müssen wir an die Umsetzung gehen. Wir müssen jetzt Fakten schaffen, wir müssen die Texte umsetzen. Nun ist der Text als solcher gescheitert und das ist für mich die größte Katastrophe, die ich mir im Verlauf dieser synodalen Versammlung vorstellen konnte.